Liste. Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ich bin mit Forschen und Schreiben dermaßen involviert. Ich verlasse kaum noch das Haus. Für Banalitäten, die vermissten Anzeigen etc. habe ich weder die Zeit noch die Nacht. Und sie erwacht zugedröhnt im Neonlicht. Ketamin wird durch die Herzventrikel in ihr Blutgefäßsystem gedrückt. Gliedmaßen abgeschnürt mit Kabelbinder. Ich zieh die reißfesten Gummihandschuhe über die Satansfinger. Sie blickt benommen an die Deckeninstallation. Aggregate erzeugen durch Lichterketten fließenden Stroh. Sie nimmt Kratzspuren wahr an allen tierbefliesten Wänden und das silberne Besteck neben dem Seziertisch glänzt. Ihre Augen reflektieren eine mir gut bekannte Wut. Aber der Knebel im Rachen lässt hier nur stumme Schreie zu. Poren versprühen Angstschweiß in die Sterilität. Haut erkaltet vom Stahl des Dekopiersägengeräts. Ich lass die Szenerie mal wirken. Der Schädel ist schon geöffnet, weil ich interessiert in Hirnchirurgie bin. Doch eigentlich sollte sie sich freuen, mal wieder einen Mensch zu sehen, nachdem sie schon seit Jahren in Deprivation und Ängsten lebt. Ich hab ein Fleischlager unterhalb des Kellers, mein ganz privates Unterhaltungscenter. Einen Moment, bis Mozart die Stille aus den Boxen bricht. Willkommen in meinem Kingdom, Horst Mendel. Mein Trieb verleitet mich zu blutigen Schandtaten. Wer ist da? Das Menschenleben unantastbar sind. Verfolgt mich über die Surround-Anlage mit. Irgendwie steckt doch in jedem auch so ein Sadist. Und dieses Werk ist mein geistiges Haus. Willkommen! Ihr dürft euch heimisch und wohlfühlen. Ich leide ebenso unter Anthropophobie. Also habt doch keine Angst, Momo-Cherie. Und sie spürt während des Eingriffs nichts, denn ihren Körper beschleicht das Gift. Ich liebe die panische Angst, die in den Augen funkelt. In circa 3 Tagen ist die Schlampe ausgeblutet. Die Kühlkammer nebenan bildet ein Reservat für Fleisch, denn ich im Geschäft mit einem Inzestkannibalenkreis bin eigentlich nur Händler. Auf den Kacheln unter den Schwingtüren sind Schleifspuren erkennbar. Leider hab ich keine durchtrainierten Oberarme und würd somit gerne noch nen Leatherface fürs Grobe haben. Kann ich bestreiten, dass Sadismus in mir Freude schürt und ich den Seelenfrieden verspüre, wenn ich sie keuchen hör. Sie nur da liegt dank anaphylaktischem Schocker, entwickel ich Präzision wie Da Vinci OP-Roboter. Spiele Dr. Steinman ohne Bioshock-CD, mache Beats auf Brustskeletten, wenn mir ein Akkordeon fehlt. Ästhetik zieht sich durch mein Handeln auf Tabletten und ich hab schon die nächste auf mein Krankenbett gefesselt. Ob ich es heute mit der Stichsäge oder Hand versuch, das sind keine Grenzen in Berlin. Gedanken. Mein Trieb verleitet mich zu blutigen Schandtaten. Wer ist da? Das Menschenleben unantastbar sind. Verfolgt mich über die Surround-Anlage mit. Irgendwie steckt doch in jedem auch so ein Sadist. Und dieses Werk ist mein geistiges Haus. Willkommen! Ihr dürft euch heimisch und wohlfühlen. Ich leide ebenso unter Anthropophobie. Also habt doch keine Angst, Momo-Cherie. Mein Trieb verleitet mich zu blutigen Schandtaten. Wer ist da? Das Menschenleben unantastbar sind. Verfolgt mich über die Surround-Anlage mit. Irgendwie steckt doch in jedem auch so ein Sadist. Und dieses Werk ist mein geistiges Haus. Willkommen! Ihr dürft euch heimisch und wohlfühlen. Ich leide ebenso unter Anthropophobie. Also habt doch keine Angst, Momo-Cherie. Ein Zeuge hat auf ihrem Grundstück eine junge Frau schreien hören. Was fällt Ihnen ein? Sie nehmen jetzt Ihr Wasserglas und trinken es aus. Und dann verlassen Sie mein Haus. Ich habe zu arbeiten. Trinken Sie. Los! Trinken Sie!